Einsteigen. Das ist die Fragestunde und wie angekündigt würde hier beginnen die Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Thorsten Nitsche, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, die Augsburger Straße ist eine Wohngebietsstraße mit Rechts-vor-Links-Verkehr und einem umfangreichen alten Baumbestand. Seit 20 Jahren ist die Sanierung geplant. Im Februar 2023 wurde von der Stadtverwaltung die Sanierung in einer Bürgerversammlung vorgestellt. Die dort vorgestellten Pläne haben bei den Anwohnern deutliche Ablehnung erfahren. So sollen von den jetzigen 180 Parkplätzen am Ende nur noch 40 übrig bleiben. Bäume sollen gefällt werden, Rechts-vor-Links-Regelung soll wegfallen, zwei zusätzliche Buslinien sollen über diese Straße geführt werden. Damit wurde aus einer Wohngebietsstraße eine Durchgangsstraße, wahrscheinlich mit Tempo 50 statt 30. Das würde zusätzlichen Verkehr ins Wohngebiet ziehen. Dazu habe ich folgende Fragen. Wie ist der aktuelle Planungsstand zu den einzelnen Bauabschnitten? Wann werden die dazu notwendigen Beschlussvorlagen dem Stadtrat vorgelegt? Wurden die Planungen entsprechend den von den Bürgern in der Bürgerversammlung vorgebrachten Änderungswünschen erhalb der Parkplätze, erhalb der Bäume, erhalb der Rechts-vor-Links-Regeln, Ablehnung der Buslinien überarbeitet? Und falls nein, warum nicht? Und welche konkreten Formen der Bürgerbeteiligung entsprechend der Bürgerbeteiligungssatzung sind von der Landeshauptstadt Dresden im Weiteren wann geplant? Vielen Dank. Die Beantwortung über den Baubürgermeister Stefan Kühn. Ja, sehr gerne, Nitsche. Zu Ihren Fragen. Die geplante Sanierung der Augsburger Straße teilt sich in 6 Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt ist der von der Fiedlerstraße. Da gibt es einen Stadtratsbeschluss aus 2008. Hier ist es so, dass wir jetzt im Rahmen der Bestandssanierung Plasewitzer-Loschewitzer Straße gucken, ob wir dann im Nachgang nochmal einen Deckentausch machen, weil die Straße ist an dem Bereich erstmal im Bestand anzusetzen. Der zweite Abschnitt ist Plasewitzer Straße bis Tittmannstraße, einschließlich Huttenstraße. Hier wurden die Planungsleistungen ab Leistungsphase 3, sind die Hofsplanung bezuschlagt. Und hier geht es dann um Themen wie Knotenpunkt Augsburger Straße, Tittmannstraße, der planerisch nochmal genau angeguckt werden muss, Stichwort Capacity Bus, also der längere Bus, wo wir ja schon eine Herausforderung hatten am Fetscherplatz. Hier sind also noch Voruntersuchungen notwendig. Vom Prinzip ist es aber auch so wie beim ersten Abschnitt, es gibt einen Stadtratsbeschluss aus 2008, der auch diesen Abschnitt umfasst. Bei den Abschnitten 3 und 4, das ist also Tittmannstraße bis Bergmannstraße, einschließlich Barossa-Platz, da liegt noch keine Vorplanung vor und damit auch noch keine Stadtratsbeschlüsse. Wir haben dann den letzten Abschnitt oder die beiden letzten Abschnitte, 5 und 6, das ist Bergmannstraße bis Altenberger Straße. Hier ist es so, dass wir jetzt von den Kapazitäten, den Personalressourcen zunächst auf den Abschnitt 2 uns fokussieren, aber hier natürlich auch auf Basis dann des Stadtratsbeschlusses von 2008 weiter planen werden. Ich will mal sagen, es ist alles immer eine Frage der finanziellen Rahmenbedingungen und der Kapazitäten in den Ämtern, um das abzuarbeiten. Und wir haben einige Großprojekte ja vor der Brust, wie Sie wissen. So, dann zu Ihren weiteren Fragen. Also, die Augsburger Straße wird keine Tempo-50-Straße wie der Anfrage unterstellt. Sie bleibt Tempo-30-Decke. Das wurde auch in der besagten Einwohnerveranstaltung, Versammlung, auf die Sie Bezug genommen haben, entsprechend kommuniziert. Also wir haben heute, um mal die Zahlen zu sagen, als eine Sammelstraße für den Gebietsverkehr 3.700 Kfz, das ist jetzt nicht sehr viel. Nur der östliche Teil wird in Zukunft 2 Buslinien, also die 64 und 65 befahren, also zwischen Loschwitzer Straße und Tittmannstraße. Und für den östlichen Teil davon wird noch geprüft, ob dort die Buslinie 65 verkehren kann. Was ist das Ziel? Mit der neuen Buslinie werden gemäß auch des beschlossenen Verkehrsentwicklungsplans die Erschließungsdefizite, insbesondere auch für ältere Menschen, gelöst, Schülerverkehr sicherer, lange Fußwege, insbesondere auch in der dunklen Jahreszeit, vermieden. Und wir erschließen sozusagen den ÖPNV deutlich besser im Quartier.
An den Kreuzungen entlang der Augsburger Straße werden erst Vorfahrtsregelungen gelten, wenn dort ein Bus verkehrt. Zunächst zusätzliche Maßnahmen zur Vermeidung von Durchgangsverkehr werden auch dabei geprüft. Das ist ja auch eine Frage der Straßenraumgestaltung. Wir gehen nicht davon aus und das ist auch nicht das Ziel. Es soll vermieden werden, dass es einen Durchgangsverkehr gibt. Auf einer Länge von 650 Metern, also ungefähr 30% der gesamten Strecke, die ja 2,2 Kilometer lang ist, sind die Begegnungsbreiten nicht ausreichend. Das ist also insbesondere im Abschnitt 2 auf 1600 Metern reichen sie aus, also den hinteren Abschnitten ab 3. Vor allem in den engen Bereichen sowie im Bereich Kreuzung kommt es zu weniger Stellplätzen nach der Planung, um die Querung, Sichtbeziehungen, Begegnungen entsprechend der rechtlichen Vorgaben zu ermöglichen. Wir haben untersucht, es gibt 3770 Stellplätze auf und im Umfeld der Augsburger Straße. Und hier würden 141, also sprich 3,7% entfallen. Derzeit sind zudem 400 Kfz weniger zugelassen, als Stellplätze im Gebiet es gibt. So bleibt also nach dem Entfall eine entsprechende Reserve, selbst wenn man davon ausgeht, dass alle dort zugelassenen PKWs auch in Striesen abgestellt werden. Die Einrichtung der Buslinien erfolgt auf Basis des Stadtratsbeschlusses aus dem Jahr 2011. V 049-11, um das nachvollziehen zu können, vom 14. Juli 2021. Der Beschluss besteht, ist ja nicht aufgehoben worden. Und zu den Bäumen, wo Sie noch gefragt hatten, Erhalt aller Bäume ist in Abhängigkeit von deren Vitalität, der Neugestaltung der Verkehrsanlage und der erforderlichen Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Versorgungsinfrastruktur zu sehen. Und hier muss man einfach sagen, dass wir Leitungslagen haben unter den Bäumen, die dringend ausgetauscht werden müssen bei einer Sanierung. Und deshalb wird es auch so sein, dass man nicht alle Bestandsbäume wird halten können. Aber natürlich ist es Ziel, so auch im Straßenbaumkonzept, eine möglichst hohe Anzahl von Straßenbegleitgrün, wie es so schön heißt, einzuordnen, auch mit Blick auf die Qualität im Quartier, das Wohnumfeld. Und dann haben Sie noch gefragt, als letztes, welche konkreten weiteren Formen der Bürgerbeteiligung entsprechend der Bürgerbeteiligungssatzung sind geplant. Mit der Vorlage weiterer Planungsergebnisse und Planungsphasen werden wir diese auf alle Fälle in öffentlichen Sitzungen in den Stadtbezirken oder in dem Stadtbezirk in dem Fall vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass über die Sitzung hinaus wir dann auch weitere Veranstaltungen machen, so wie hier, wie von Ihnen angesprochen, im Jahr 2023 im Rathaus. Also vielen Dank für den Hinweis, welche Stadtratsbeschlüsse eventuell aufgehoben werden müssten. Und noch eine Frage. Ich hatte wirklich gefragt nach den vorgebrachten Änderungswünschen. Sie haben jetzt keine genannt, die beachtet werden. Also das würde ich jetzt im Detail, wir wollen ja hier nach der Aktuellen Stunde kennen, so ins Detail gehen, das ist, dass wir hier uns abschnittsweise vortasten, das würde ich im Zweifelsfall schriftlich nachreichen. Aber um es mal so zu sagen, mit der Planung werden wir uns in der nächsten Legislatur im Bauausschuss beschäftigen werden. Also das, was wir im Stadtbezirk dann dort auch vorstellen werden, kann und soll ja auch eine Besprechung im Bauausschuss eine Konsequenz haben. Ich glaube, das ist dann auch der Ort, wo man dann in die Tiefe geht. Richtig ist aber auch die Liste, weil es ja vorhin auch in der Aktuellen Stunde angesprochen wurde, die Liste von Projekten, die zu realisieren ist, ist unendlich lang. Es ist nicht nur Planfeststellungsverfahren, das ist ja eine Sanierung im Bestand, da brauchen wir kein Planfeststellungsverfahren. Aber die Kapazitäten, auch die finanziellen, was die Eigenmittel angeht und auch die Fördermittel, Strichwort kommunaler Straßenbauförderung vom Freistaat Sachsen, die sind nicht einfacher geworden, die werden in den nächsten Jahren nicht einfacher werden. Es wird also auch im Rahmen der Haushaltsberatung von Ihnen auch gefordert werden, dass wir hier klar priorisieren. Wir werden nicht alle Maßnahmen gleichzeitig machen können, weil wir eben auch Großprojekte wie eine Campuslinie vor der Brust haben, wie Hamburger Straße, letzter Bauabschnitt mit dem Haltepunkt Cotta etc. pp., die großes Investitionsvolumen nach sich ziehen, wie eben beispielsweise jetzt die Sanierung der Wehlener Straße, Alt-Tolkewitz, Österreicher, wo wir ja an die 40 Millionen Euro investieren. Das sind eben die Größenordnungen, die es dann auch gilt zu stemmen. Danke. Okay, dann vielen Dank und an alle nachfolgenden Antworten, da bin ich auch dreimal betroffen, der Appell von mir, dass wir heute noch so viel wie möglich schaffen, was Beschlüsse angeht, dass wir uns kurz und knapp bitte halten und ja,
Ja. Und das, was bilateral dann zu besprechen ist, sind wir ja eh immer als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bereit, die Gespräche zu führen. Dann würden wir zur zweiten Frage kommen. Robert Maloney, FDP-Fraktion, bitte. Ja. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich denke, jeder hier im Raum hat mitbekommen, den gewaltsamen Überfall auf einen Kandidaten zur Europawahl. Ebenso, dass es ja mehrere Angriffe auch auf Kandidaten, auf Wahlkampfhelfer, auf Wahlkampfstände gegeben hat, über die gesamte Bandbreite des politischen Spektrums hinweg. Und bereits ja auch bei der Sammlung von Unterschriften, als es darum ging, dass man zur Wahl zugelassen wird, gab es ja schon Anfeindungen. Dazu habe ich zwei folgende Fragen. Wie arbeitet denn aktuell die Landeshauptstadt mit den Sicherheitsbehörden auch vom Land zusammen, um gegebenenfalls weiteren Übergriffen im Rahmen des Wahlkampfs vorzubeugen? Und Punkt zwei, gibt es denn für den Wahltag selbst eine Bedrohungsbewertung und entsprechende Sicherheitskonzepte, um den freien Wahlen und dann auch der Auszählung und auch dem Schutz von Wählern und auch den Wahlhelfern zu gewährleisten? Okay, die Beantwortung übernimmt Herr Bürgermeister Jan Pratzker. Ja, sehr geehrter Herr Maloney, vielen Dank für die wichtige Frage zum wichtigen Thema. Wir stehen in engem Austausch zur ersten Frage mit der Polizeidirektion Dresden bezüglich auch der sicherheitsrelevanten Informationen bezüglich des Wahlkampfes wie auch der Wahldurchführung. Die Polizei Sachsen ist ja entsprechend zuständig für die Sicherheit und Ordnung und Gefährdung und Sicherheit und Ordnung und hat dort auch entsprechende Schutzkonzepte, für die sie auch Parteienberatung anbietet. Zu dem Austausch gehören Informationen auch zu den Standorten, gerade auch der Wahllokale und der Austausch zu relevanten Kontaktdaten. Das machen wir mit dem der gemeindliche Vollzugsdienst, ist sensibilisiert, relevante Vorkommnisse zu dokumentieren und auch gegebenenfalls Sofortmaßnahmen einzuleiten. Und auch am Wahlsonntag wird der gemeindliche Vollzugsdienst ebenfalls im Stadtgebiet präsent sein. Wir setzen hier Schwerpunkte gerade in kritischen Bereichen. Zur Bedrohungsbewertung am Wahltag. Die Landespolizei bewertet die Sicherheitslage fortlaufend und das wird insbesondere bis zum Wahltag auch nochmal aktualisiert, da auch für ganz Sachsen. Wir stimmen uns, wie bereits erwähnt, mit den Verantwortlichen bei der Polizei regelmäßig ab. Wir machen auch Schulungen für die Wahlvorstände in Bezug auch auf das Thema. Und da wird ein Teil sein, wie man mit Gefährdungs- und Störungslagen auch umgeht. Und dazu nutzen wir auch aktuelle Informationen und auch Handreichungen. Es gibt eine Handreichung zur Extremismusbekämpfung bei Wahlen des sächsischen Innenministeriums. Die wird dort entsprechend einbezogen. Dazu haben wir eine durchgehende Informationskette aller Wahlvorstände über die Stadtbezirksamtsleitung bis zum Stadtwahlleiter und darüber hinaus besteht derzeit auch die direkte Kontaktmöglichkeit zur Polizei. Okay, dann danke für die ausführliche Beantwortung und dann hoffen wir mal, dass wir einen ruhigen und friedlichen Wahltag haben. Ja. Vielen Dank, dann machen wir weiter AfD-Fraktion, Uwe Vetterlein. Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister, dieser Tage wird es voll in Dresden. Die Konzerte von Rammstein, das Dixieland-Festival sowie das letzte Heimspiel der Saison von Dynamo Dresden locken zehntausende Besucher in die Stadt. Davon profitieren die Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers. Doch abseits dieses Wochenendes voller Höhepunkte stehen der Einzelhandel in der Dresdner Innenstadt, aber auch viele Betriebe der gesamten städtischen Wirtschaft unter Druck. Daher bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen. Welche Maßnahmen werden seitens der Landeshauptstadt Dresden zur Stärkung des Einzelhandels sowie der Gastronomie, insbesondere im Bereich der Dresdner Innenstadt, umgesetzt? Wie hat sich die Anzahl der Insolvenzen in der Landeshauptstadt Dresden in den vergangenen 4 Quartalen entwickelt? Und wie viele Gewerbesteuerstundungen wurden von Unternehmen insgesamt in diesem Jahr bereits beantragt und bewilligt? Drittens, die Sicherheitslage in der Innenstadt, insbesondere im Bereich Wiener Platz, Prager Straße, bereiten vielen Gewerbetreibenden Sorgen. Welche Maßnahmen und Konzepte setzt die Landeshauptstadt Dresden um, um die Sicherheit in dem Bereich zu erhöhen, Kriminalität effektiv zu bekämpfen und die Händler vor Ort zu schützen? Vielen Dank. Auch diese Frage übernimmt Herr Bürgermeister Jan Pratzker.
Ja, sehr geehrter Herr Vetterlein, auch hier vielen Dank für die auch wichtige Frage. Grundsätzlich gilt, wir haben eine positive Beschäftigungsentwicklung in Dresden. Aktuell haben wir ein Beschäftigungswachstum auf 2700 Beschäftigte, jetzt auf 283.000. In der Gastronomie allein hat es durch den letzten Zahlen einen Anstieg um 879 gegeben. Im Einzelhandel sieht es schwerer aus, auch aufgrund des Onlinehandels. Was machen wir? Welche Maßnahmen? Das erste ist, und dafür haben Sie auch gesorgt als Stadträtinnen und Stadträte, das ist die Aussetzung der Sondernutzungssatzung für die Außenbereiche auch bis zum Jahresende, das entsprechend die Gastronomen unterstützt. Wir haben zusammen in der Wirtschaftsförderung mit dem Citymanagement zahlreiche Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt gemacht. Da ging es um die Wiederöffnungskampagne für den Einzelhandel auch nach Corona. Da geht es um die Kampagne maximal lokal. Es geht um Unterstützung und Auswertung auch von Befragungen zur Belebung der Innenstadt, auch von entsprechenden Händlerinnen und Händlern und die Bedürfnisse der Dresdner. Und wir arbeiten auch zusammen, wenn es um die leerstehenden Mietflächen gibt, um die aktiv auch voranzutreiben, dass sie wieder belebt werden. Wir sorgen für eine Belebung der Innenstadt. Das ist, wie Sie zutreffend schildern, aktuell ganz klar zu sehen. Aber auch Thema des Frühjahrsmarkts, des Herbstmarktes, wo wir Leben ganz einfach bringen und Impulse. Unser Ziel ist, das möglichst durchgängig zu machen, auch über das gesamte Jahr. Wir haben ja einen starken Boom und sind erster Platz bei der Hotelauslastung im Dezember. Aber durch insgesamt über 300 Veranstaltungen, die wir in diesem Jahr haben, auch zahlreiche Konzerte. Es sind ja noch mehr, die anstehen. AC/DC Kraftwerk vor der Semperoper, Kalkbrenner auf dem Altmarkt, Dixieland, Stadtfest, Ballet, Sommer, Filmnächte. Wollen wir, dass wir auch im Sommer dort stärker zu einer Auslastung kommen, wo wir derzeit im Mittelfeld sind. Die Anzahl der Insolvenzen in der Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 592 Insolvenzverfahren, davon 117 im ersten Quartal, 159 im zweiten Quartal, 161 im dritten Quartal und 155 im vierten Quartal. Und das entspricht dem Schnitt der letzten 10 Jahre. Es gab etwas weniger zur Zeit zu Corona, wo die Insolvenzantragspflichten ausgesetzt wurden. Im Kalender 2024 wurden bisher in 185 Gewerbesteuerfällen eine Stundung gewährt. Zur Sicherheitslage in der Innenstadt. Hier ist, wie bereits im Kriminalpräventiven Rat am 17. April 2024 umfassend informiert wurde, Ende 2023 ein Konzept entwickelt worden, um die Kriminalitätslage und das Sicherheitsempfinden der Dresdner in der Innenstadt zu verbessern. Ganz dringend notwendig. Dazu gehört auch die Etablierung der Citystreife. Wir wurden zur Förderung des Freistaats Sachsen beantragt. Wir haben noch keinen Bescheid. Unabhängig hat der Kriminalpräventive Rat in der Sitzung am 17. April folgende Punkte priorisiert. Eine AG-sichere Innenstadt, verstärkte polizeiliche Aktivitäten, auch das Lagewissen dort entsprechend auszutauschen und aufzubereiten, Handlungsansätze zu identifizieren und loszulegen, immer wieder konkret. Und drittens prüfen wir gerade die Möglichkeit der Einrichtung einer gemeinsamen Citywache von Polizeidirektion Dresden und Landeshauptstadt Dresden. Das zu Ihrer Frage. Okay. Vielen Dank, Herr Wirtschaftsbürgermeister. Gestatten Sie mir noch die Bemerkung dazu, dass es gerade zum Thema Innenstadtbelebung eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen, Ideen gibt, die auf dem Tisch liegen. Und ich würde mir wünschen, dass diese also wirklich aufgegriffen werden, qualifiziert werden und durch die Verwaltung auch entsprechend bearbeitet werden. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Agnes Scharnetzky, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, nach wie vor kommt es zu erheblichen Verzögerungen und Kostensteigerungen im Schulbau. Laut Medienberichten gibt es zurzeit wieder Konflikte. Vor diesem Hintergrund stellen wir jetzt 2,5 Jahre nach der Gründung des Amts für Schulen die Frage, in welcher Form wurde die Arbeit des Amts für Schulen evaluiert und mit welchen Ergebnissen ist diese Evaluation ausgegangen und welche Rolle spielt dabei das Fachkonzept Schulbau, was mehrfach angekündigt wurde. Und dabei stellt sich uns auch die Frage, sind in diesem Zug Doppelstrukturen zwischen Amt für Schulen und STESA zutage getreten? Okay, die
Beantwortung der Fragen würde ich natürlich selber übernehmen. Vielleicht zum Ersten das Fachkonzept, was den Schulhausbau bzw. Lebenszyklus Schulen angeht, ist fertiggestellt, ist entsprechend vom Oberbürgermeister auch bestätigt worden. Wir werden die nächste Ausschusssitzung nutzen, um das fertiggestellte Produkt auch zur Verfügung zu stellen bzw. zu erläutern, was aber gleichzeitig auch heißt, dass das weiter fortgeschrieben werden muss. Und in dem Sinne ist dort auch beschrieben, um da vielleicht gleich die Frage zur Stesat mit zu beantworten, dass natürlich die Stesat für uns ein wichtiger Partner ist und bleiben wird im Sinne von Entlastung bei einem ambitionierten Schulhausbauprogramm. Ich darf erinnern, dass wir in den letzten 9 Jahren waren sehr, sehr, sehr viele beteiligt hier im Stadtrat daran, dass das überhaupt möglich wurde, 1 Milliarde Euro in den Schulhausbau stecken konnten. Ich hoffe natürlich, dass das auch so weitergehen könnte. Auf jeden Fall bleibt aber die Stesat ein wichtiger Partner. Und in dem in den Medien beschriebenen Konflikt, was das Thema Universitätsschule angeht, haben Axel Walter als Geschäftsführer der Stesat GmbH und ich einvernehmlich uns darüber verständigt, dass die weitere Ausführung des Baus der Unischule durch das Amt für Schulen gemacht wird mit 2 hauptsächlichen Argumenten. Das eine ist, dass wir die Kapazitäten selber haben im Amt für Schulen, um den Bau gut weiter zu begleiten. Und zum Zweiten haben wir auch ein Stück weit aufs Geld geschaut, im Sinne von, dass dann keine Honorarkosten entsprechend anfallen. Und das ist beim 47-Millionen-Bau natürlich nicht ganz unerheblich. Was die Evaluation des Amtes für Schulen angeht, gibt es die in der Form, wie es jetzt gefragt wird, so nicht. Trotzdem ist es, denke ich mal, eine ganz gute Anregung, nicht nur für das Amt für Schulen, sondern generell mal drüber nachzudenken, wie man sowas machen kann. Jetzt schon können wir aber sagen, der verwaltungsinterne Beschluss und vor allen Dingen auch die Bestätigung letztendlich der Organigramme im Stadtrat im Sinne der Hauptsatzung hat zu positiven Effekten geführt, dass der gesamte Hausmeisterbereich jetzt im Amt für Schulen gemeinsam mit den Grundstücksverwaltern zusammenarbeitet. Ich denke, es sind sehr, sehr positive Effekte, die da genutzt werden können und weniger, dass, ich will das gar nicht sagen, dass das vorher nie gut geklappt hat, was die Arbeit der Hausmeisterinnen und Hausmeister angeht, sondern es sind eben dadurch auch verschiedene Schnittstellen reduziert worden, wo man jetzt schneller auch agieren kann. Und das Gleiche gilt für die Baustrategen, wo man ja einen großen Teil, sehr großen Teil vom Amt für Immobilien, Bau und Immobilien, Hochbau und Immobilienverwaltung übernommen hat. Das geht, glaube ich, auch gut. Und in der Tat müssen wir jetzt gucken, angesprochen auf das Thema Doppelstrukturen. Es sind alles Expertinnen, Experten, Architektinnen, Architekten. Alle haben Ahnung vom Bau und tun sich natürlich dort im fachlichen Austausch manchmal auch die eine oder andere Debatte auch länger Zeit nehmen. Aber auch das werden wir überprüfen müssen, ob das so in der Form effektiv ist. Die wesentlichen Steigerungen beim Baukosten oder die Bauzeitverlängerung liegen aber daran, hatte ich ja öfters schon aufgeführt, an den verschiedenen Krisen, die wir hinter uns haben und die Verteuerung der Baustoffe. Aber auf jeden Fall wird es ein Thema bleiben, bei uns zu gucken, inwieweit wir das Amt für Schulen weiter optimieren können. Dann tatsächlich noch mal eine kurze Nachfrage, auch gerade mit Blick auf die erfolgreichen Stesat-Projekte. Schulcampus Tolkewitz, 33. Grundschule, hat jetzt erst einen Preis bekommen. Die blaue Sporthalle wird auch von der Stesat gebaut. Also wie sieht denn die weitere Zusammenarbeit aus, wenn dieses eine konkrete Projekt jetzt quasi nicht mehr gemeinsam durchgeführt wird? Was gibt es da jetzt schon zu sagen? Ja, es bleibt dabei, dass natürlich die Stesat das Leo bauen wird. Es bleibt dabei, dass die Stesat die Bauprojekte auch weiter begleitet oder zu Ende begleitet, was 85. Grundschule, 92. Grundschule, dann die Vorlage, die wir jetzt kürzlich eingebracht haben, was die Schulsporthalle Rostal angeht, wo wir nach wie vor auch damit planen, dass die Stesat das Gesamtprojekt dann entsprechend begleitet. Also daran hat sich nichts geändert. Das ist das eine Projekt Unischule, wo wir eben entschieden haben, dass das im Amt für Schulen weitergemacht wird. Okay, vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter mit Steffen Kaden, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, gestern haben ja die Rammstein-Konzerte in Dresden in der Rinne begonnen. Das ist ja unser großer Open-Air-Veranstaltungsplatz der Dresdner Messe.
Und es ist geradezu ein Wunder, dass die Konzerte überhaupt stattfinden, weil zwischenzeitlich standen sie ja extrem auf der Kippe. Schallschutzmaßnahmen, Pegelbegrenzung, Änderung der aufgebauten Notfallpläne für Hochwasser, Umquartierung von Internatsschülern, Vorverlegung der Konzerte auf 15.30 Uhr, aber nicht der Beginn, sondern die Öffnung des Geländes, Konzertende 21.45 Uhr, also eine ganz lange Liste von Forderungen, die hier aufgemacht worden sind. Das führt dazu, dass es ein großes Ringen zwischen dem Veranstalter und auch der Verwaltung gegeben hat. Und mein Eindruck ist, dass die Beteiligten ziemlich frustriert und müde sind. Meine Frage an die Stadtverwaltung lautet wie folgt: Wie will die Stadtverwaltung weiter mit dem Open-Air-Gelände im Ostra-Gehege umgehen? Okay, die Frage würde ich in Vertretung des Oberbürgermeisters auch mit zur Beantwortung übernehmen. Nach meiner persönlichen Einschätzung war es eine gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Geschäftsbereichen und dem Konzertveranstalter, immer mit dem Ziel, weil ich selber war auch mit beteiligt, immer mit dem Ziel, das Konzert oder die Konzerte zu ermöglichen. Insofern ist manches nie ganz einfach, das liegt aber in der Natur und der Sache, aber was ich jetzt nicht bestätigen kann, dass es da Probleme in der Zusammenarbeit Geschäftsbereiche mit den Konzertveranstaltern. Und in der Tat ist es so, dass wir mit der Rinne einen Konzertplatz zur Verfügung haben, der so in Dresden nicht nochmal zur Verfügung steht. Darauf können wir in gewisser Weise auch stolz sein, dass wir so einen Konzertplatz anbieten können. Und wie Steffen Kaden gerade gesagt hat, der Erfolg, was die Zuschauerzahlen angeht von Rammstein, sprechen ja dann auch die eigene Sprache. Trotzdem haben wir aber jetzt bei den Erfahrungen in der Vorbereitung und jetzt bei der Durchführung der Rammstein-Konzerte veranlasst, dass die Mitarbeiteramt für Strategie bzw. dann auch mit der Geschäftsführung der Messe GmbH das Ganze nochmal auswerten, um, ich sag mal, fürs nächste Jahr, und das ist ja immer ein Ziel der Verwaltung, besser werden zu können. Insofern beobachten wir natürlich mit hohem Interesse, wie jetzt die Konzerte, jetzt nicht nur Rammstein, sondern auch AC/DC zum Beispiel, dann durchgeführt werden. Soll ich mal gleich die anderen Fragen noch mit übernehmen, oder? Ich würde ganz gerne noch eine Nachfrage stellen. Bitte. Mir ist klar, dass es natürlich gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte für Lautstärke etc. gibt. Mich würde interessieren, warum muss die Stadtverwaltung auf diese gesetzlich vorgegebenen Normierungen immer noch eins draufsetzen, es immer noch komplizierter machen und in der Zusammenarbeit damit verschärfen. Das Bild, was jetzt hier gezeichnet wurde, kann ich so nicht teilen. Ich habe mich mit einer ganzen Reihe von Personen unterhalten, die beteiligt waren. Die zeichnen mir ein anderes Bild. Und mich würde noch mal interessieren, warum muss es in Dresden immer noch ein Stück mehr sein? Kann man es nicht bei dem belassen, was gesetzlich gefordert ist? Würde ich mal so mitnehmen. Die Frage würde man noch mal schriftlich beantworten, weil da bin ich jetzt echt nie aussagefähig, ob man da drüber lagen oder was der Grund dafür war. Das würde man noch mal schriftlich nachreichen. Danke. Okay, dann machen wir weiter mit Anja Abel, Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, wir haben heute im Stadtrat eine Vorlage des Oberbürgermeisters zur Umwandlung von Honorarstellen am HSKD zu festen Anstellungen. Und um den Umfang der derzeitigen Unterrichtsstunden abzubilden, werden 50 Vollzeitstellen benötigt und wurden durch eine klare Mehrheit im zuständigen Fachgremium, dem Kulturausschuss, bestätigt. Die Vorlage des Oberbürgermeisters sah eine Streichung von 20 Stellen vor, also nur 30 von 50 notwendigen Stellen. In den Berichten des HSKD in der Vergangenheit wurde deutlich, dass bereits jetzt die Nachfrage nach musikalischer Ausbildung größer als das Angebot ist. Meine beiden Fragen: Welche Auswirkungen hat die Streichung von 20 Stellen durch den Oberbürgermeister für das Angebot des Musikkonservatoriums? Und die zweite Frage: Wie viele Anträge auf musikalische Ausbildung mussten im letzten Schuljahr aufgrund der Kapazitäten abgelehnt werden? Und wie groß sind die Wartelisten in den verschiedenen Sparten, einschließlich des Tanzes? Okay, die Beantwortung übernimmt Frau Klepsch als Kulturbürgermeisterin. Bitte schön. Genau, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Frau Appel. Ich
Lassen Sie mich voranstellen, dass der Finanzausschuss in seiner heutigen Sondersitzung vor der Stadtratssitzung der Beschlussempfehlung des Kulturausschusses ja weitestgehend gefolgt ist. Und zu Ihren Fragen kann ich Ihnen antworten. Das Heinrich-Schütz-Konservatorium müsste sein musikalisches und tänzerisches Unterrichtsangebot für bisher ca. 8.000 Schülerinnen und Schüler auf etwa 6.500 reduzieren. Das betrifft vor allem die Bereiche der musikalischen Breitenausbildung aufgrund fehlender Gegenfinanzierung und eingeschränkter Unterricht für Ensembles. Das heißt ganz konkret Wegfall von Kooperationsangeboten in Kindertageseinrichtungen und allgemeinbildenden Schulen, Wegfall Musikschützenangebote in Grundschulen, Wegfall von Ensembles unter bisheriger Leitung von Honorarkräften und Heilpädagogen, Kürzung in der Ensemblearbeit und prozentuale Kürzung der Arbeit in allen Fachgruppen in der Leistungsförderung sowie die Abschaffung der internen Förderung für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. Die Frage 2 hatten Sie auch schon gestellt, ne, zu den Mathelisten. Da kann ich Ihnen gern einen statistischen Überblick geben. Es ist nicht möglich, rückwirkend dort die Wartelisten aufzuarbeiten, aber wir können mit Blick auf Mai 2024 dort ein paar Zahlen liefern und die entsprechen in etwa den Zahlen des vorherigen Schuljahres. Das heißt, es gibt Wartelisten, ich fange mal von oben an, ja, mit den längsten Wartelisten bis hin zu den einzelnen für den Bereich Elementarstufe. Das umfasst die musikalische Früherziehung, die Piepmatz-Kurse, die Musikwerkstatt, Babykurse, Orientierungskurse mit einer Warteliste von 448 Anmeldungen. Dann der Bereich Klavier mit einer Warteliste von 196 Anmeldungen, gefolgt vom Bereich Jazz, Rock, Pop, also Bassgitarre, E-Gitarre, Gesang, Keyboard, Klarinette, Klavier, Kontrabass, Posaune, Saxophon und Trompete mit einer Warteliste von 183 Anmeldungen. Der Bereich Streichinstrumente, also Viola, Violine, Cello, Kontrabass, Gambe und Streicher Vorschule mit 137 Anmeldungen auf der Warteliste. Der Bereich Bundinstrumente, sprich Gitarre und Mandoline mit 122 Anmeldungen. Der Bereich Holzblasinstrumente, also Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon und klassisches Fagott mit 118 Anmeldungen. Gefolgt auf der Warteliste dann vom Bereich Tanz mit 73 Anmeldungen, Schlagzeug mit 70 Anmeldungen und dann geht es deutlich runter im Bereich Gesang 33 Wartende, im Bereich Orchesterchöre 26, Musiktheorie 23, die Blechblasinstrumente Musiktheorie mit 25, Blechblasinstrumente mit 23 und zu guter Letzt Wartelisten im Bereich Harfe mit 15 und im Bereich Akkordeon mit 12. Soweit zu Ihrer Frage. Das heißt, wenn man das zusammenaddiert, kommen wir auf eine Warteliste von insgesamt 1.481 Anmeldungen. Vielen Dank. Okay, und vielleicht noch ein Hinweis. Es wäre mir jetzt neu, dass der Oberbürgermeister von 50 auf 30 gestrichen hat. Es ist eine gemeinschaftliche Vorlage in den Geschäftsgang gebracht und in den Gremienlauf gebracht worden, der von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern getragen wird. Insofern haben wir heute ein gutes Ergebnis erzielt. Im Finanzausschuss hatte Frau Klepscher schon gesagt, aber um das nochmal klarzustellen, was den OB angeht. Kommen wir zur vorletzten Frage. Dana Frohwieser, SPD-Fraktion, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister. Kleiner Moment, bitte das Filmen unterlassen oben. Das ist nicht gestattet. Bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich würde jetzt gerne kommentieren, aber die Debatte führen wir nachher noch. Deswegen begrenze ich mich auf meine eingereichten Fragen zum Thema Schulhoföffnung. Um das nochmal vorauszuschicken, Schulhöfe meint für meine Fraktion explizit nicht nur die Sportfreianlagen, sondern tatsächlich die gesamten Schulhöfe inklusive der Spielplätze. Da hatte der Stadtrat ja bereits 2015 auf Antrag der Fraktionen von Linken, Grünen und SPD mit dem Spielplatzentwicklungskonzept damals beschlossen, dass ein Modellprojekt durchgeführt werden sollte zur Öffnung. Davon ist damals leider nur eine einzige Schule, nämlich die Montessori-Schule, übrig geblieben.
Es gibt aber eine Beschlusskontrolle von 2022 zu diesem damaligen Stadtratsbeschluss und in der heißt es, dass es im Zuge des von der SPD damals beantragten Sommerschulprogramms nach Corona 10 Schulstandorte gab, in denen diese Öffnung einfach im Rahmen des Sommerschulprogramms durchgeführt worden ist und interessanterweise steht dort in dieser Beschlusskontrolle, es sei keinerlei Vandalismus dabei festzustellen. Es ist ja sehr nachvollziehbar, dass insbesondere Schulleitungen da Sorge davor haben. Die Erfahrung lehrt, glaube ich, aber auch, dass insbesondere die Kinder und Jugendlichen sich die Schulhöfe sowieso nehmen, selbst wenn das Tor verschlossen ist. Insofern stellt sich, glaube ich, die Frage, wie man möglich mit möglichen Beschädigungen umgeht, auch ohnehin, ohne dass die Schulhöfe geöffnet sind. Ich möchte auch noch vorweg schicken, ich nehme die zuständigen Mitarbeiterinnen im Amt für Schulen, die das Thema bearbeiten und die ja auch im Bildungsausschuss schon vorgetragen haben, in dieser Sache wirklich auch sehr engagiert war. Jetzt bin ich nie ganz zufrieden damit, dass es wieder nur ein Konzept für ein Modellprojekt ist, aber gleichzeitig hat man trotzdem den Eindruck, dass es irgendwo bremst und wie Sie ja auch wissen, zitiere ich da immer gerne Regine Hildebrand, frei nach Regine Hildebrand, ich möchte nicht wissen, warum es nicht geht, sondern wie es geht. Und daher meine Fragen, zum einen, wie ist das Beteiligungsinteresse der Schulen am geplanten Modellprojekt Schulhoföffnung und woran scheitert es bei den anderen Schulen? Und die zweite Frage gleich noch mit hinterher, wie sehen die nächsten Schritte aus und wann können wir damit rechnen, dass stadtweit überall Schulhöfe geöffnet sind? Okay, vielen Dank für die Frage, die ich entsprechend auch selber beantworte. Zum Thema Beteiligungsinteresse, es wurden alle Schulen angeschrieben, was die Landeshauptstadt Dresden angeht. Aus denen sind ca. 60% Rückmeldungen entsprechend im Amt für Schulen eingegangen und davon wiederum gibt es aktuell 8 Interessensanmeldungen für Schulstandorte, Grundschulen, Oberschule, Gymnasium, Berufsschulen, Förderschulen, alle mit dabei bei den 8, die sich vorstellen können, dass wir den Schulhof entsprechend eröffnen können. Und die Gründe, was zurzeit, ich will ausdrücklich sagen, zurzeit dagegen spricht, sind sehr vielfältig. Das sind einerseits öffentliche Grün- und Spielflächen in unmittelbarer Umgebung, wo argumentiert wird, dass braucht der Schulhof nicht zu geöffnet werden. Dann gibt es auch zum Teil geografische, räumliche Gegebenheiten wie Nichteinsehbarkeit von öffentlichen Straßenraum und Umgebung, beziehungsweise auch wenn man das in der Tat, hat Dana Frohwieser richtig gesagt, gute Erfahrungen gemacht hatten im Sommerschulprogramm, ist immer noch ein erheblicher Grund der Ablehnung, Angst vor Vandalismus. Und vielleicht, um gleich nochmal anzuschließen, wie es weitergehen könnte, wir haben derzeit im Geschäftsbereichsumlauf und die Vorlage wird den Stadtrat als Informationsvorlage erreichen, was die Pilotphase in der Tat für die interessierten Schulen angeht. Das werden wir unter anderem versuchen zu sichern über eine Mehrbedarfsvorlage und wir werden dranbleiben im Sinne von, dass wir bis spätestens 2026 dann die ersten Erfahrungen ausgewertet haben und natürlich auch weiter Schulen motivieren wollen, sich an der Öffnung von Schulhöfen zu beteiligen. Erlauben Sie mir noch mal eine Nachfrage, wenn Sie sie jetzt nicht sofort beantworten können, zu den beiden ersten Themen, die Sie angesprochen haben, nämlich die Frage unmittelbar in der Nähe, gibt es ausreichend oder wird zumindest eingeschätzt, gibt es ausreichend freie und Spielflächen und die andere Frage der Sicherheit im Sinne der Einsehbarkeit etc. Können Sie das im Kontext der in der Spielplatzentwicklungskonzeption waren ja Orte dargestellt, wo es eine deutliche Unterdeckung gab, das war im damaligen Stadtratsbeschluss ja auch genannt worden, dass die vordergründig eben auch bei dort die Schulhöfe geöffnet werden sollen. Können Sie das nebeneinander legen, ob das in etwa deckungsgleich ist mit dem, was als Mangel oder eben als gut versorgte Standorte, gegebenenfalls auch gern schriftlich nachreichen, wenn das jetzt nicht spontan möglich ist? Genau, naja, spontan kann ich es nicht sagen, aber es kriegt er geliefert. Okay, und dann schließen wir die Fragerunde mit Herrn Schmählich. Ich will jetzt, ne, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich hätte folgende Frage. Bei der Informationsveranstaltung von BUND und anderen Umweltinitiativen am 13. Mai diesen Jahres zu der geplanten Müllverbrennungsanlage am Hammerweg wurde auch über die Kostenrisiken gesprochen. Zwar betonte der Vertreter der Sachsenenergie, dass gegenwärtig auch aufgrund gesetzlicher Vorschriften der Bau einer CO2
Abscheidungsanlage, also einer sogenannten CCS-Anlage, nicht geplant sei, aber die regulatorischen Bedingungen sich jederzeit ändern könnten. Ferner gehen die Experten davon aus, dass die Preise für zum Einsatz kommende Ersatzbrennstoffe, sogenannte EBS, in den kommenden Jahren erheblich steigern könnten. Dies gilt ebenso für die CO2-Zertifikate. Das birgt erhebliche Kostenrisiken für das Projekt insgesamt. Ich frage deshalb den Oberbürgermeister, ausdrücklich den Oberbürgermeister, ob er für die geplante Laufzeit der Anlage, also 2050 respektive 2055, ausschließen kann, dass diese Risiken am Ende von den Bürgerinnen und Bürgern durch höhere Abfallgebühren zu tragen wären. Ist in diesem Zusammenhang eine Risikoverteilung zwischen Stadtreinigung und Sachsenenergie vorgesehen? Okay, vielen Dank. Die Beantwortung übernimmt die zweite Bürgermeisterin, Eva Jening, bitte. Vorausgeschickt nochmal, bei der Anlage handelt es sich nicht um eine konventionelle Müllverbrennungsanlage, sondern um eine Abfallaufbereitungsanlage inklusive einer thermischen Abfallverwertungsanlage in Form eines Ersatzbrennstoffheizkraftwerkes. Sie kennen das Thema aus der Dekarbonisierungsstudie der Sachsenenergie, die Sie ja hier diskutiert und zur Kenntnis genommen haben. Dazu gehört, und darauf werden wir als Stadtverwaltung in unseren Handlungsfeldern drängen, eine vorbildliche Vorsortierung der Abfälle zur stofflichen Verwertung. Die Anlage selber ist natürlich eine unternehmerische Entscheidung der Sachsenenergie. Mit Blick auf zukünftig kommende gesetzliche Vorgaben an eine CO2-Abscheidung für Abfallentsorgungsanlagen werden bei Planung und Bau der Anlage nach Auskunft der Sachsenenergie die entsprechenden Nachrüstebedingungen berücksichtigt. Gesetzliche Vorgaben treffen natürlich die Betreiber aller Anlagen, sodass die Nachrüstung auch deren Entsorgungspreise erhöhen würde. Das Gleiche gilt für CO2-Zertifikatskosten. Ziel ist an sich, dass die geplante Abfallaufbereitungsanlage und die thermische Abfallverwertung das Kostenrisiko für unsere Abfälle minimieren soll und den Beitrag zur Bezahlung der Abfall- und Energieversorgung für die Menschen in Dresden schafft, insbesondere für die Wärmeversorgung. Eine etwaige Erhöhung der Abfallgebühren aufgrund steigender Kosten kann natürlich ausschließlich nach den Grundsätzen der Gebührenkalkulation erfolgen. Die entsprechenden gesetzlichen Zitate gebe ich Ihnen dann in der schriftlichen Antwort, damit es jetzt nicht zu lang wird. Und wir werden die Gebührenkalkulation natürlich weiterhin transparent offenlegen und in den Verhandlungen mit der Sachsenenergie um das Betreibermodell darauf achten, dass tatsächlich nur gebührenbezogene Kostenursachen, also die unseren Restmüll, den wir hier in der Stadt entsorgen, betreffen, eingespeist werden, so wie es die Gesetze vorsehen. Andere allgemeine Risiken muss natürlich das Unternehmen tragen. Die Frage, ob der Oberbürgermeister eine Kostensteigerung durch CO2-Zertifikate und den Bau einer Abscheidungsanlage bis 55 ausschließen kann, ist im Moment nicht abschließend zu beantworten, da wir die Bundes- und EU-Gesetzgebung noch nicht kennen und auch nur begrenzt beeinflussen können. Und zur Frage, ob eine Risikoverteilung zwischen Stadtreinigung und Sachsenenergie vorgesehen ist, ist ja bei der CO2-Bepreisung zu sagen, dass die eine Lenkungswirkung haben soll auf verursachergerechte Allokation der Kosten. Diese Risiken trägt weder die Sachsenenergie noch die Stadtreinigung als Verursacher. Aber was die allgemeinen Kosten betrifft, müssen wir eben unterscheiden, was ist inhouse-bezogener Teil des Modells und das, was unsere Restabfallentsorgung Gebührenkalkulation betrifft und was ist Teil des betriebswirtschaftlichen Risikos der Sachsenenergie. Gerne können wir Sie da fortlaufend unter anderem im Zuge des Abfallwirtschaftskonzeptes unterrichten. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich nehme dem aber auch, dass praktisch nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Sachsenenergie auch mit diesem Projekt die durchaus gewünschten Einnahmen aus dem Vertrieb eben von Wärme
realisiert werden können, aber Risiken, die, wie ich sie beschrieben habe, eben nicht zu übernehmen sind. Aber ich warte dann gerne auch auf die schriftliche Antwort. Vielen Dank. Wird jetzt nichts anderes drinstehen zu diesem Stand, aber ich werde es noch mal ausführlicher gern begründen. Okay, vielen Dank. Damit würden wir auch diesen Tagesordnungspunkt verlassen können und kommen zum Tagesordnungspunkt